guten Morgen miteinander. Das Panel besteht natürlich aus Heinrich von Wies, den Sie vorher schon kennengelernt haben. Dann kommt Thiemann Galler dazu von JP Morgan Asset Management. Seine Schwerpunktthemen sind globale Aktien und Emerging Markets. Ich würde Sie bitten, gleich so in der Reihenfolge Platz zu nehmen. Dann haben wir Stefan Mechler, Leiter Asset Management bei der Mobiliarversicherung. Stefan Meschenmoser, er arbeitet für BlackRock und ist dort unter anderem verantwortlich für wirtschaftliche Analysen und Finanzmodellierung. Und zuletzt noch Daniel Ritz von Unigestion, er betreut dort institutionelle Kunden. So, ich bin heute der Spielmacher hier, weil ich wurde angehalten, hier ein bisschen den Fußballjargon zu pflegen. Und würde gerne den Ball zuerst Ihnen zuspielen, Herr Meschenmoser. Ihr oberster Chef, Larry Fink, hat nicht nur kürzlich einen Transfer gemacht, ablösefrei, den Ex-Präsidenten der Nationalbank eingestellt, Philipp Hildebrand, sondern ist auch sonst sehr stark in die Offensive gegangen. Er hat gesagt, er würde 100% in Aktien investieren und beherzige das auch für sein eigenes Portfolio. Ist das die Strategie für die finanzielle Repression oder ist er damit schon im Offside? Er hat mit der Aussage natürlich viele unserer Aktienmanager glücklich gemacht und viele unserer Bondmanager weniger glücklich. Und ich möchte es vielleicht auch kurz als Plädoyer für Staatsanleihen, für Bonds nutzen, zu sagen, dass sie definitiv eine Rolle in einem diversifizierten Portfolio haben. Die Frage ist, wie viel? Zum einen muss man mal unterscheiden, was für ein Investor bin ich. Bin ich ein Privatinvestor, wo es wirklich darum geht, eine absolute Rendite zu erzielen? Und dort haben Aktien eine prominente Rolle, gerade momentan im aktuellen Bewertungsumfeld. Definitiv im Zusammenspiel mit Schwellenländeranleihen, im Zusammenspiel mit Hochzinsanleihen. Staatsanleihen bei Pensionskassen, bei vielen Pensionskassen haben auch eine sehr dominante Rolle. Aus zwei Gründen. Zum einen ist das regulatorische Umfeld in vielen anderen Ländern nicht so wie in der Schweiz, dass man einen technischen Zinssatz hat, sondern dass man die Verbindlichkeiten mit einem Marktzins abdiskontiert. Und dann wird es problematisch, wenn die Duration meiner Verbindlichkeiten bei 20, 25 Jahren liegen und ich nur in Aktien investiert bin. Ist auf einmal mein dominantes Risiko im Portfolio nicht mehr das Aktienmarktrisiko, sondern die Durationslücke. Und es ist im aktuellen Marktumfeld sinnvoll, vielleicht eine Durationslücke zu haben, aber man sollte sich bewusst sein, dass man ein aktives Risiko eingeht. Man sollte schauen, wie wird dieses Risiko entlohnt. Und wenn man sich diesen Trade-off anschaut, dann ist es vielleicht taktisch klug, Staatsanleihen unterzugewichten, weil man sollte strategisch immer noch starke Positionen haben. Insofern sowohl für Privatinvestoren als auch für Pensionskassen, die auf so einer Regulierung, ihre Dotierung messen, sind Staatsanleihen essentiell. Gut, aber ich möchte noch schnell reingrätschen und nochmal auf das Aktienthema zurückkommen. Wenn man sich anschaut, wie die performt haben in den letzten 12 Monaten, 25% der SMI rund, 40% der DAX, auch der Dow hat irgendwie 25% zugelegt in den letzten 12 Monaten. Trotzdem, fast niemand hat es bemerkt, die Aktienhosse ist vorbeigegangen und alle haben es verschlafen. Nochmal die Frage, vielleicht an Sie, Herr Galler, finden Sie nicht, dass die Pensionskassen ein bisschen mehr, eine höhere Aktienquote fahren könnten? Wir haben ja auch im Vortrag von Herrn von Wies gehört, dass die Obligationen grundsätzlich ein Risiko bilden im Portfolio einer Pensionskasse. Also ich denke schon, dass man vielleicht generell, wenn man die Positionierung der institutionellen Investoren betrachtet, dass man möglicherweise auch ein Übergewicht eben in den Obligationen und in Staatsanleihen hat, was eben ein Risiko darstellt für die Zukunft. Das haben wir in dem Vortrag vorhin sehr gut gehört, dass wir da auf absehbare Zeit eben negative Realzinsen haben werden und dass man eben schauen muss und sollte, wie man auch in dem gesetzlichen Rahmen, der einem gegeben ist, wie man entsprechend den realen Kapitalerhalt auch für das Portfolio sicherstellen kann. Und da gehört sicherlich neben den alternativen und den realen Vermögensanlageklassen sicherlich auch die Aktien dazu, die natürlich aufgrund der Volatilitäten der letzten Jahre da etwas in Misskredit geraten sind.
Also man könnte ja fast meinen, die Aktie sei ein bisschen tot. Also sie ist so unbeliebt, man fürchtet sich vor ihr. Die Volumen sinken an den Börsen, die Handelsvolumen, auch wenn man die Verteilung bei den Privatinvestoren anschaut, nicht nur bei den Pensionskassen, dann sinken die Aktienanteile und die Bargeld- und Cashanteile steigen in den meisten Portfolios. Jetzt nochmal meine Frage, Herr Ritz, Inflation ist das Thema. Wenn die Inflation steigt, dann hat man mit dem Mobilportfolio ein Problem. Würden Sie in der Champions League die Aktie gegen die Inflation antreten lassen? Also wir denken, dass sicher die Aktien bis auf Weiteres sicher noch attraktive Anlagen sind, weil wir müssen ja daran denken, dass natürlich aufgrund der großzügigen Liquiditätsversorgung und dass ja jeder jetzt in riskantere Anlagen investiert, überall die Spreads eigentlich weiter sinken. Und ich denke, wenn man jetzt Aktien hat, wo man sehr stabile Unternehmen hat, die eine gute Dividende zahlen, dann sind das natürlich sehr attraktive Anlagen. Ich denke, in diesem Umfeld werden Aktien vor der Hand sicher noch ein attraktives Anlagegebiet sein. Okay, aber Herr Wies, Sie in Ihrem Vortrag vorhin haben ja gesagt, eigentlich die finanzielle Repression und Inflation passen gar nicht aufs gleiche Spielfeld. Die können gar nicht zusammen, oder? Weil die Zinsen werden ja tief gehalten. Wie soll dann Inflation entstehen? Ja, aber nicht auf alle Zeiten. Es ist klar, im Moment haben wir ein solches also Umfeld. Kann man sagen, darf ich noch mal schnell die gelbe Karte geben, kann man dann sagen, solange die finanzielle Repression da ist, gibt es keine Inflation? Das ist jetzt wahrscheinlich zu plakativ. Also, wie würden Sie es formulieren? Es gab auch einmal eine Zeit mit Ölpreisschock und wir hatten Inflation in dieser Periode drinnen. Ich denke, man muss einfach auf die Inflation vorbereitet sein. Wir wissen nicht, ob wir die in 3 Jahren oder in 5 Jahren oder in 7 Jahren haben, aber ich glaube, man muss die Portfolios derart diversifizieren und in eine Richtung steuern, dass man eben auf diesen Fall vorbereitet ist. Okay, Herr Mächler, Sie sind ja der, der wirklich dieses Problem hat, der finanziellen Repression. Bei der Mobiliarversicherung werden Sie quasi in diese Staatsanleihen gedrängt und dürfen fast nichts mehr können in fast nichts anderes mehr investieren. Können Sie in diesem Umfeld noch Tore schießen und Rendite erzielen? Gut, als Anhänger vom FC St. Gallen kann ich sagen, wir sind Leader. Okay. Und hoffen, das noch lange zu bleiben. Gut. Spaß beiseite. Die Frage ist ja nicht, halten Sie Aktien oder Bonds, sondern die Frage ist, wie risikofähig sind Sie? Und wo nehmen Sie die Risiken? Und dann ist Aktie eine gute Option. Aber wenn ich nochmal, Herr Fies sagt, Sie unterschätzen die Risiken. Sie als Vertreter der Versicherungs- und Pensionsbranche hier auf diesem Podium sind Sie leider ganz alleine. Aber Herr Fies sagt, Sie unterschätzen die Bundrisiken. Ich nehme an, nachher werde ich einen Kurs kriegen, um gute Investmentideen umsetzen zu können. Aber Spaß beiseite nochmals. Sie sind natürlich in einem regulatorischen Umfeld, dort sind Sie gefangen. Und Sie können sich im regulatorischen Umfeld nur bewegen, wenn Sie risikofähig sind, als Versicherung sehr viel Eigenkapital haben. Das hat die Immobilie. Und deshalb sind wir weniger gezwungen, Dummheiten zu machen, wie 25- oder 50-jährige Bonds kaufen zu müssen und zu suchen. Dort sind wir frei. Also wir haben eine Short Duration, das hat uns in den letzten Jahren Geld gekostet. Also wir sind dort relativ frei und die Obligationen, aber trotzdem haben wir 60% von unserem Portfolio sind in Obligationen. Da kommen Sie nicht raus. Mhm. Dort drin wieder müssen Sie sich fragen, wo wollen Sie dort Risiken nehmen? Ja, es ist so. Staatsanleihen, 10-jährige Eidgenossen, 0,6% ist no fun. Aber Sie haben sie trotzdem, weil es gibt noch ein anderes Thema. Das ist Ausfallrisiko. Werden Sie wirklich für die zusätzlichen Risiken, die Sie nehmen, werden Sie kompensiert? Und das ist wahrscheinlich nicht immer der Fall. Also wir haben gesagt, ganz klar, wir nehmen keine Risiken in gewissen Obligationen, dann haben wir Schweizer Staatsanleihen, haben Schweizer Pfandbriefe, sind aber willens, die Risiken an einem anderen Ort zu nehmen, sei es Unternehmensanleihen, Ex-Finanztitel oder High Yield ist ein Thema, Structured Credit Loans sind ein Thema, das haben wir jetzt nicht gemacht, aber dann nehmen Sie bewusst Risiken an einem anderen Ort und dann ist eben nicht mehr die Frage entweder oder. Okay. Aber Sie können es sich nur leisten, wenn Sie risikofähig sind. Das ist klar. Aber ist es so, finden Sie, Herr Meschenmoser, könnten die Pensionskassen mehr Risiko eingehen oder ist es wirklich so, dass sie das ausschöpfen, was sie können? Herr Wies hat in seiner Präsentation ja dargelegt, man kann bei den Kreditrisiken hochgehen, um noch mehr Rendite holen. Jetzt sagt Herr Mächler, das kann er eigentlich nur tun, wenn er auch die Risikofähigkeit bespricht, das Eigenkapital hat, um das finanzieren und auch in Zukunft gewährleisten zu können. Finden Sie, das machen die Pensionskassen? Sie gehen da genug weit oder sind Sie zu risikoscheu?
Also grundsätzlich ist es so, nochmal, wenn man Risiken eingeht, man sollte es streuen. Ich glaube, es sind alle einer Meinung. Die Sache ist, wenn man jetzt über Staatsanleihen spricht, sind das wirklich noch Anlagen, als ganz breit genommen, die wirklich risikofrei sind. Ja, wir sind nicht in einer komfortablen Situation wie hier in der Schweiz, dass wir einen solventen Schuldner haben, sondern wenn man jetzt gerade europäische Staatsanleihen anschaut, dann gibt es dort durchaus auch Emittenten, die Kreditrisiko aufweisen, Griechenland, Spanien, Italien und so weiter. Also insofern war nicht zum einen davor, der Indexdefinition zu folgen, also nur auf Staatsanleihen zu schauen, sondern muss, wie auch schon gesagt, sagen, was für Risikofaktoren sind in den zugrunde liegenden Anleihen dabei und über die muss man streuen. Das kann erfolgen, indem ich, sagen wir mal, nicht nur in deutsche und Schweizer und finnische Anleihen investiere, sondern bewusst italienische und spanische aufnehme. Es kann sein, indem ich in Schwellenländer investiere, in Hochzinsanleihen investiere, in Aktien investiere. Das sind Risikofaktoren, die in unterschiedlichem Ausmaß die Rendite erklären und hier muss ich streuen. Die Frage, schöpfen die Pensionskassen ihr Risikobudget aus, ist zum einen sehr unterschiedlich zu beantworten, weil das Risikobudget unterschiedlich ist. Zum anderen sind das taktische auch Einschätzungen, die man einnehmen kann. Wir sind momentan recht positiv und wir sind der Meinung, dass Pensionskassen jetzt eher am oberen Ende des Risikobudgets agieren sollten. Und tun Sie es? Haben Sie den Überblick? Was wir gesehen haben, sehr, sehr interessanterweise über den ersten Hälfte des Jahres sind sehr viele Gelder in Hochzinsanleihen geflossen. Also es ist ein Risk-on, raus aus dem Cash, raus an den Staatsanleihen. Was wir die letzte Woche zum ersten Mal gesehen haben seit einem halben Jahr, ist, dass die Zuflüsse zu Aktien größer sind als zu Hochzinsanleihen. Also wir sehen, dass es einen Trend gibt, wieder Risiko ins Portfolio aufzunehmen. Was denken Sie, Herr Ritz, liegt das daran, dass jetzt die kleine Hosse durch ist? 12 Monate steigende Kursen und die Pensionskassen gehen wieder in die Aktien rein. Ja gut, also ich bin vielleicht jetzt mit der Antwort, die wir vorhin bekommen haben, nicht ganz einverstanden. Ich denke, das Problem ist natürlich in der Schweiz, dass die Deckungsgrade der Pensionskassen eher tief sind. Es gibt nicht viele, die weit über 100 sind oder riesige Wertschwankungsreserven aufgebaut haben. Das würde natürlich jetzt bedeuten, wenn man die Risiken erhöht, steigt natürlich dann auch die Gefahr, dass wenn dann die Märkte plötzlich drehen, dass man dann plötzlich in einer massiven Unterdeckung ist und da muss man Sanierungsmaßnahmen treffen. Sprich, man müsste die Beiträge erhöhen zu lassen der Arbeitnehmer auch. Und ich denke, das ist dann natürlich auch nicht sehr populär. Ich denke, da ist man natürlich irgendwo in einer Situation, wo man natürlich auch die Risiken nicht beliebig erhöhen kann, außer man riskiert wirklich die Rente dann der zukünftigen Rentner. Okay, aber der Panel heißt ja, es gibt neue Spielregeln, es ist die finanzielle Repression. Und die Frage ist, gibt es nicht auch ganz neue, vielleicht finanztechnische Ansätze, die man in dieser Situation einwechseln könnte? Vielleicht gibt es da so ein Rotationsprinzip wie bei den Bayern und da ist die Frage, wo ist der Shaqiri im Anlagebereich? Herr Ritz, Sie bei Unigestion, Sie schwören auf den Minimum-Varianz-Ansatz. Also es gibt jetzt, wenn man natürlich das, was man jetzt macht, anschaut, gibt es natürlich sehr viele Indexanlagen. Ich denke, was sicher bekannt ist, dass ein normaler Aktienindex nicht eine sehr effiziente Anlage ist. Also was man natürlich im Minimumvarianzbereich macht, aber es gibt auch Dividendenstrategien und so weiter, ist, dass man dort natürlich versucht, eigentlich die Risiken tiefer zu halten, tiefer als im Index, und dann eigentlich versucht, mit einem sehr stabilen Aktien eine attraktive Rendite zu erzielen. Also in dem Sinn eigentlich eine effiziente Strategie, wo man mit wenig Risiko eigentlich eine recht gute Rendite dann erzielen kann. Also ich denke, es gibt solche Ansätze, aber es gibt dann natürlich auch im Bereich Hedgefonds und so weiter, gibt es natürlich Strategien, okay, wo man natürlich das Spektrum erweitern kann. Aber bleiben wir mal beim Minimum-Varianzansatz. Was denken Sie, Herr Galler? Gelbe Karte für den Minimum-Varianzansatz oder wie sehen Sie den? Es ist sicherlich, ein Weg, vielleicht für Investoren in den Aktienmarkt zurückzufinden oder eben zu versuchen, dass man das Aktienrisiko, was man nimmt, so gering wie möglich zu halten. Aber man darf halt auch nicht vergessen, dass viele Ansätze eben darauf beruhen, dass man auf Vergangenheitsdaten sich beruft. Was sind entsprechend niedrige, volatile Aktien und wie sind die Korrelationen? Und wenn wir eines erlebt haben in den letzten Jahren, ist, dass diese Dinge manchmal auch sehr, sehr schnell zusammenbrechen und sich in die andere Richtung umkehren können. Also von der Seite sicher ein interessanter Ansatz, aber ich denke, man muss sich damit abfinden, dass man einfach bereit ist, dieses Risiko zu tragen. Und das Risiko wird sicherlich nicht geringer. Wir gehen davon aus,
dass die Volatilität auch von den Aktien- und risikobehafteten Anlageklassen aufgrund dieser neuen Spielregel, dieser finanziellen Repression, die wir sind, weiterhin sehr hoch bleiben wird. Das heißt, entsprechend für den Investor bedeutet er, dass er dies einfach aushalten muss, wenn er da investiert. Was wir noch empfehlen, ist oftmals, dass man schaut innerhalb auch der Allokation, wie bin ich positioniert, wo sind vielleicht noch Regionen und Bereiche in der Welt, die vielleicht nicht so stark unter dieser finanziellen Repression leiden, wo es dann eben auch das Umfeld für die Aktien... Was heißt das, Afrika investieren oder... Nein, generell auch die Emerging Markets. Das ist einfach die Allokation, was wir sehen, immer noch bei vielen institutionellen Investoren zwar zugenommen hat die letzten Jahre, aber immer noch weit unter dem eigentlichen, ich würde mal sagen, neudeutsch Profit Share der Emerging Markets am weltweiten Aktienmarkt liegt, der ungefähr bei 15% liegt. Und da sehen wir auf der institutionellen Seite immer noch sehr, sehr zögerliche Investments dorthin, weil natürlich diese Anlage auch entsprechend volatiler ist. Aber es ist sicherlich ein Bereich, der gerade auch für diese weltweite Rebalancierung der Wirtschaft. Oder fragen wir doch gleich den Herrn Mechler, wir haben ja einen Vertreter hier, wie ist das bei Ihnen? Schwellenländer, sind die untervertreten im Vergleich zur Wirtschaftskraft, die die inzwischen haben? Definitiv. Wieso? Herr Doller meint, das müsste... Könnte nach oben gehen. Nein, Sie haben nur gefragt, ob es so ist. Ja, ja, aber wieso? Also die zweite Frage. Seine ist natürlich, es ist nicht immer so, dass Volkswirtschaften, die gut performen, auch die besten Aktien haben. Die Frage ist natürlich, man kann etwas tiefer gehen und sagen, wer profitiert vom Boom in den Emerging Markets? Welche Firmen sind am besten positioniert? Und somit gibt es auch wieder Firmen in westlichen Ländern, die sehr, sehr gut positioniert sind. Also, aber ich möchte es nicht, also tendenziell ist man untervertreten. Wir sind es auch, aber wir haben vor 2 Jahren angefangen, wesentlich mehr in den Emerging Markets zu investieren. Sowohl auf der Bond-Seite wie auch auf der Aktienseite. Aber das heißt einfach, der Auswahlprozess dauert seine Zeit? Oder sind Sie da wirklich vorsichtig und sagen, da die Schwankungen in den Schwellenländern, die wollen wir nicht so oder können Sie nicht mitmachen? Ja gut, ich bin jetzt nicht unbedingt ein Anhänger von Optimierung von den einzelnen Investitionsansätzen. Sondern wir sind Anhänger von Restallokation. Wo legen Sie die großen Steine und wie gehen Sie weiter vor? Und ich glaube, dort braucht man entsprechend Zeit. Und je weiter man diversifiziert, je schwieriger die Assetklassen sind, desto operativer wird das Geschäft. Und Schnellschüsse, irgendwo hinzugehen, zu indexieren, das haben Sie vorhin richtig gesagt, Indien zu indexieren, ist vielleicht nicht unbedingt die beste Idee. Also wie kann ich als Manager, habe ich die Fähigkeiten oder kann ich die aufbauen, ein Thema wirklich zu verstehen, dann die richtigen Partner auszusuchen und die dann später auch noch führen zu können. Und das wird häufig unterschätzt. Und ich rate allen meinen Kollegen, wirklich genügend Kapazität selber aufzubauen, um das umsetzen zu können. Und dann ist der Investitionsstil schon sekundär. Was sagen Sie dazu, Herr Ritz? Sie haben ja neben dem Minimum-Varianzansatz auch die alternativen Anlagen eben erwähnt, also sei es das Hedgefonds oder sei das Private Equity. Und Herr Mechler sagt, also wenn ich in-house nicht die Kapazitäten habe, das Know-how, das auszuwählen, dann würde ich das nicht tun, dann würde ich nicht in solche Anlagen investieren. Verstehen Sie das? Oder finden Sie, das könnte man, also schon, man kann sich ja verlassen auf die Leute, die einem das empfehlen? Ja gut, also es ist, man muss ja nicht im Leben immer alles selber machen, oder? Also Sie fahren ja auch ein Auto und haben es nicht selber gebaut, oder? Also ich denke jetzt gerade in den arbeitsintensiven Gebieten gibt es natürlich die Möglichkeit, dass man das an einen Partner auslagert. Ich denke, dort braucht man die Kapazität, wie es Herr Mechler gesagt hat, um zu prüfen, ob der Anbieter wirklich fragen wir doch schnell, Herr Lage ist, das wirklich also zu machen. Haben Sie ein Vertrauensproblem, also dass Sie den Leuten, die Sie beraten, nicht vertrauen, oder wie ist das? Ja gut, wir sind natürlich in einer freien Marktwirtschaft und jeder darf gute Ideen versuchen, an den Mann zu bringen. Und das konzentriert sich dann bei den Anlageleuten, die das Geld dann effektiv verwalten müssen. Das ist ein Spiel, das muss man mitmachen und es kommen auch sehr viele gute Ideen. Das hat aber nichts mit Trauen oder Misstrauen zu tun, sondern kann man die Risiken, die man eingeht, kann man die beurteilen? Und dann ist es mir nichts, wenn ich einen Externen habe, der mir das alles abnimmt. Weil dann bin ich abhängig vom Externen. Also ich muss genügend Fähigkeiten bei mir im Haus haben, um das beurteilen zu können. Das heißt nicht, dass man alles selber macht. Also das Autobeispiel ist wieder ein gutes. Aber ich muss doch eine Ahnung haben, welches Auto passt zu mir und was will ich mit diesem Auto erreichen.
Okay. Herr von, wie ist die Wissenschaft, ist gefragt. Wie sieht die Wissenschaft da die Asymmetrie zwischen denen, die sehr viel wissen, den Beratern und vielleicht einigen Pensionskassen, die nicht so viel wissen? Sind Sie da auf der Seite von Herrn Mächtler und sagen, nein, Pensionskassen sollten das Know-how in-house haben, wenn sie in eine Anlageklasse investieren? Also Private Equity nur, wenn Sie jemanden haben in-house, der das auch versteht. Ich möchte nochmals zu Shaqiri zurückkommen. Wir haben jetzt relativ viel über die Shaqiri und die einzelnen Anlageklassen gesprochen, über die einzelnen Spieler in dem Zusammenhang. Und ich würde eigentlich hier ein bisschen mehr für ein deutsches Spielsystem als für ein brasilianisches Spielsystem plädieren. Das heißt, ich glaube, die Pensionskasse muss in der Lage sein, einen disziplinierten Ansatz in der Vermögensverwaltung selbstständig durchzuführen. Das heißt, eben, sie muss die Risiken beurteilen können und sie muss auch irgendwie eine Idee haben, wann sie in welche Anlageklasse hineingeht oder eben nicht hineingeht und muss das auch konsequent umsetzen. Und aus meiner Erfahrung, diejenigen Pensionskassen, die das hatten, die sind besser durch die letzten Jahre durchgekommen als diejenigen, die eben zu kreativ gespielt haben und quasi nach Gefühl jetzt das eine oder andere über- oder untergewichtet haben. Und da bin ich schon der Meinung, dass eben diese Disziplin und ein entsprechendes Know-how vorhanden sein sollte oder dann eben aufgebaut werden sollte. Ja. Also das heißt, Sie sagen, man sollte sich auf historische Daten verlassen, von dem, was wirklich funktioniert hat in der Vergangenheit und auch vielleicht das in einen Portfolio-Kontext so einbinden und das funktioniert. Es kann nicht das Einzige sein, sich auf historische Anlagen zu verlassen. Man muss in die Zukunft schauen, aber man muss sich eben überlegen, was mache ich wenn und das im Voraus überlegen und nicht nach Gefühl, wenn es jetzt gerade die eine oder andere Anlageklasse in Mode ist, das umzuschichten, sondern wirklich auf Basis von Zahlen, auf Basis von Risikofähigkeit, die Pensionskasse eben hat. Okay. Eine Frage, also jetzt reden wir über finanzielle Repression und wir sagen, okay, der Staat drängt uns Pensionskassen und Versicherer in die Staatsanleihen, weil jetzt da die makroprudentielle Führung kommt, weil man mehr reguliert wird. Und man kann immer über Regulierung lamentieren, sage ich jetzt mal ganz kritisch. Aber die Branche muss ich auch mal selber fragen, was sie tun kann. Weil in der Branche sind ja auch ein paar Fälle, ich spreche jetzt wieder asymmetrische Informationen an, passiert, die durchaus auch in der Öffentlichkeit zumindest das Gefühl auslösen dürfen, dass mehr Regulierung berechtigt ist. Was sagen Sie, Herr Ritz? Hat die Branche auch ein bisschen selber Schuld oder ist es jetzt nur die Staatsschuld, dass zu mehr Regulierung geführt hat? Ja gut, man muss jetzt natürlich mal schauen, von welchem Segment das man spricht. Also wenn Sie jetzt das Pensionskassensegment ansprechen, ja. Dort hat sicher ein paar Problemfälle gegeben. Aber ich denke, das ist am Schluss, ist immer die operative Führung, ist natürlich in der Verantwortung des Stiftungsrates. Und ich denke nicht, dass der Staat so viel Einfluss nehmen kann, dass das dann wirklich funktioniert, oder? Am Schluss ist immer der Stiftungsrat gefordert und das ist eigentlich wichtig, oder? Ich denke, Fehler sind häufig dort passiert, wo man die Führung vernachlässigt hat, oder? Okay. Aber ich glaube nicht, dass man das nur einfach durch Regulierung verbessern kann. Dann steigt einfach der Aufwand. Herr Meschenmoser, vielleicht Ihre Meinung noch? Ich glaube, Regulierung hat einen immensen Einfluss auf, wie das Spiel gespielt wird. Also wenn man die Regulierung als die FIFA ansieht, die Regeln vorgibt. Wenn ich jetzt in den USA geschaut habe und in England vor 10, 20 Jahren waren wir 80% in Aktien, 20% in Anleihen, weil dort mit den erwarteten Renditen die Verbindlichkeiten abdiskontiert wurden. Jetzt schauen wir uns Holland an. Dort gibt es die Solvency-Regulierung, wo die Investoren zu 80-90% in Staatsanleihen sind, gezwungenermaßen. Jetzt ist in Holland vor 3 Monaten die Ultimate Forward Rate eingeführt worden. Eine ganz minimale Veränderung in der Art und Weise, wie Verbindlichkeiten diskontiert werden. Was sehen wir? Die Zinsen am langen Ende, in 50-jährigen Staatsanleihen, steigen und die bei den 30 Jahren, wo die Regulierung greift, sinken. Also die Regulierung gibt viel vor, wie Anleger investieren, zum einen. Man muss unterscheiden zwischen einem, sagen wir mal, ökonomisch sinnvollen Rentensystem, das die Regulierung vorgibt, die FIFA vorgibt, und dann, wie die einzelnen Spieler innerhalb dieser Regulierung spielen.
und wie sie ihre Freiheiten ausnutzen. Und von daher ist das zum einen das Wichtigste, die Regulierung. Und das ist eine politische Aufgabe. Und dann, wie die innerhalb in diesem Regulierungsframework gearbeitet wird, das sind dann die Themen, die wir hier besprechen. Das sind aber eher taktische Natur und nicht strategischer Natur. Wenn man sich jetzt strategischer Natur anschaut, Herr Galler, gibt es Möglichkeiten, was kann die Branche denn tun, damit sich das ändert? Gibt es nichts, dass die finanzielle Repression, man kann sich ja immer ausgeliefert fühlen in einer neuen Situation. Was kann man denn tun, damit das nicht mehr so diese Opferhaltung ist, dass man jetzt ein bisschen aktiv ist? Gibt es da nichts? Oder sehen Sie? Also ich denke, dass man eben versucht, diesen gesetzlichen Rahmenbedingungen so gut wie möglich dann auszuschöpfen. Das ist sicherlich ein Punkt, dass man sich nicht ergibt, im Endeffekt nicht nur die Regulierung per Gesetzestext, sondern dass man sich da eben auch, sagen wir so, die unsichtbare Regulierung von den Gedanken, von der Einstellung, dass man zu risikoavers wird und einfach so ein bisschen dem Fatalismus anhängt. Lieber bin ich in 10, 15 Jahren mit vielen anderen ein Sanierungsfall, als dass ich riskiere, in 5 oder 6 Jahren der einzige Sanierungsfall zu sein. Dass man sich davon etwas frei macht und eben den Spielrahmen, den man hat, eben versucht, so gut wie möglich auszunutzen. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite, dass man vielleicht versucht, dann auch als Branche an sich eben weiterhin Lobbyarbeit macht, eben für die Schwierigkeiten, die man hat, eben für die langfristigen Schwierigkeiten, die es dann auch für die Einzahler dann eben gibt, dass man da Verständnis wirbt, dass man da eben dann auch mehr Risiko jetzt nehmen muss, auch wenn es mit größeren Schwankungen auch mal verbunden sein kann. Okay. Ich möchte nochmal zurückkommen auf die Frage, also es führt mich dahin, Sie sagen, man muss es ausschöpfen, den Rahmen. Und die Frage ist zwar schon aus dem Publikum gekommen, oder? Wenn man Asset- und Liability-Matching macht, dann ja, ist man bei den langlaufenden, sicher verlustbringenden Staatsobligationen und hat eigentlich seine Pflicht erfüllt. Aber die Verluste, die entstehen, sind real. Und der Volkswirtschaft kann das nicht gut tun. Herr Meschler. Ja, das ist so, ja. Ich glaube, ich komme halt nochmal zurück, also wenn man risikofähig ist, sind die Freiräume größer und da kann man sie nutzen. Ich gehe noch zurück auf, gebe noch ein anderes Fußballsystem. Wenn ich anschaue, als meine Kinder noch 7 oder 8 Jahre waren, da war der Ball in der Mitte und rundherum 20 Leute, manchmal auch noch der Goalie. Und so kommt es mir manchmal auch vor. Also alle springen ungefähr in die gleiche Richtung und ob das dann ein gutes System ist, ist ein anderes. Nein, nochmals zurück, es ist wichtig, dass man die Freiräume nutzt, dass man schaut, dass eben bei der Pensionskasse Deckungsgrad halt eben aufgebaut wird. Die unangenehmen Maßnahmen geht halt auch auf die Arbeitnehmer zurückgeht oder auch auf den Arbeitgeber zurückgeht und sagt, schaut, hier hat es eine Lücke, wir müssen das aufbauen, weil die Zeit kommt wieder, wo die Zinsen steigen. Das ist eine. Auf der anderen Seite, und das ist sicher die Aufgabe von der Branche, ist auch auf den Regulator zuzugehen. Oder? Ein Thema ist, das hat Herr von Wies kurz angetönt, Infrastruktur. Infrastruktur in der Schweiz ist ein Riesenthema. Das sind riesige Geldbeträge, die aufgeworfen werden müssen. Und wie finanziert man das? Wenn die Branchen, was sind die Pools, die um sind, das sind die Pensionskassen, Versicherung, dürfen gar nicht investieren, weil sie abgestraft werden. Also ich glaube, es ist ein wichtiger Dialog mit der Firma zu führen, auch mit den Bundesbehörden allgemein. Und ich glaube, die Tendenz ist nicht so schlecht, wie man glaubt. Sie denken, dass das kommt, dass das vielleicht im politischen Prozess eine Chance hat, dass man als institutioneller Kunde in solche Infrastrukturprojekte nicht nur in Neuseeland investieren kann, sondern auch in der Schweiz? Ich bin davon überzeugt, das wird nicht heute und morgen sein, aber übermorgen wird das so sein. Herr von Wies, glauben Sie auch, das kommt? Das ist durchaus ein gangbarer Weg, ja. Und ich einfach noch zum Thema Regulierung. Ich sehe ja den Regulierungsschub immer als eine Reaktion auf die groben Fouls. Und es muss irgendwie gelingen, diese groben Fouls zu verhindern. Und das ist wahnsinnig schwierig. Also, das Beste, was jeder machen kann, ist nach links und nach rechts zu schauen und sie in seinem Umfeld zu verhindern. Und wenn das jeder tut, dann gibt es keine groben Fouls mehr. Aber es wird nicht vollkommen gelingen. Also ein ähnliches Thema, wie man auch bei den alternativen Asset Management hat, dass man sagt, man will jetzt
total fehlerfrei werden und dann überreguliert. Ja. Das sehen Sie auch so. Ja. Sie wollten was sagen? Ja, ja. Wenn Sie vielleicht noch kurz zurückkommen können auf Pensionskassen, wenn die 100% oder einen hohen Anteil Staatsanleihen sind, ist es gut für eine Ökonomie. Die Frage ist, was ist die Aufgabe von der Pensionskasse? Ist es die Aufgabe von der Pensionskasse, eine Volkswirtschaft zu finanzieren, oder ist die Aufgabe von einer Pensionskasse, die Renten zu finanzieren? Und wenn ich als Pensionskasse es mir erlauben kann, von meiner Dotierung her, dann ist es eigentlich das Sicherste, in Staatsanleihen zu investieren. Und dann können meine Rentner oder meine Mitarbeiter sicher schlafen, weil sie wissen, wenn sie in Rente gehen, haben sie ein Einkommen. Ist das so, wenn Sie sicher Verluste machen mit den Schweizer Staatsanleihen? Wenn Sie die Verbindlichkeiten als Cashflows haben und abdiskontieren. Schlussendlich hat der Rentner ja dann weniger. Aber Sie diskontieren es ab mit dem Zinssatz der Staatsanleihen. Aber die Diskontierung ist mir dann, wenn ich mir weniger leisten kann in der Mikro, ist mir egal. Das ist dann wieder eine regulatorische Frage, ob die Cashflows inflationsindexiert sind oder nicht. Also ich kann die Frage beantworten. Yeah. Ich halte einmal im Jahr bei uns im Pensionierten eine Rede, ist immer vor Weihnachten. Und vor 2 Jahren habe ich eine Abstimmung gemacht, habe sie gefragt, wenn Sie jetzt mit Ihrer Frau Abendessen gehen müssen, ich gebe Ihnen 10.000 Franken, ich will das Geld wieder zurück, Sie können mit dem Zinsertrag leben. Ich habe 3 Beispiele gemacht, also eine Staatsanleihe, also wir haben ein griechisches Abendessen gehabt, ein italienisches und ein österreichisches Abendessen. Praktisch alle haben für Griechenland gestimmt, weil das hat der größte Zins gegeben. Ein Jahr später habe ich gesagt, könnt ihr euch noch erinnern, worüber wir vor einem Jahr gesprochen haben. Und interessanterweise war, unsere Pensionierten sind komplett ausgewechselt gewesen, weil ist dazu gestanden, dass ein Jahr vorher Griechenland gewählt hat. Und die Konklusion war, wir sind nicht ganz zufrieden mit diesen tiefen Zinsen. Also ist nicht, also wenn man es Leuten erklärt, auf eine einfache Art und Weise, bin ich nicht sicher, ob er wirklich das große Risiko will. Weil im Endeffekt will er die Rente haben. Und wenn es etwas geringer ist, aber sicher, ist er zufrieden. Ja. Ein sehr schönes Beispiel tatsächlich. Ich möchte bald schon den Panel öffnen für das Publikum. Und noch eine letzte Frage. Jetzt, wo wir schon den Griechenland-Ausfall angesprochen haben, ich meine, die finanzielle Repression, wohin führt das Ganze? Ich habe auch schon das Wort von jemandem von Ihnen gehört, Kriegsanleihe. Also wo endet das? Geht das unentschieden aus oder wer gewinnt da und wer verliert? Herr von Wies. Ja, ich denke, es ist jetzt die Art und Weise, wie die Staaten sich über einen längeren Zeitraum hinweg entschulden können, ohne größeren Schaden anzurichten. Und, ohne größeren Schaden? Ja, ohne größeren Schaden im Sinn von einer tiefen, einschneidenden Rezession. Aber es geht ja immer dorthin, bis es wehtut, wenn man nach Spanien schaut, oder? 25% Arbeitslose, Krawalle, Generalstreik in Griechenland. Ohne dass es wehtut, glaube ich, geht es nicht. Ohne dass Schaden entsteht, auch nicht. Wie weit geht das? Also wie lange kann man in einem Land leben, das 25% Arbeitslose hat? Ja, ich bin jetzt nicht so pessimistisch. Also okay. Ich glaube, längerfristig werden wir auch wieder auf einen besseren Zustand kommen. Also ich glaube jetzt nicht, dass Europa in Krieg und Revolutionen versinkt. Okay. Das ist für mich ein zu schwarzes Szenario. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir uns über längere Zeit hinweg eben vielleicht auf tiefere Wachstumsraten, auf tiefere Renditen von Staatsanleihen, auf eben eine allmähliche Entschuldung der Staaten einstellen müssen und entsprechend den Gürtel länger schnallen. Okay. Aber nicht an eine große Krise. Wie ist das bei Ihnen, Herr Galler? Wie sehen Sie das? Also, ich denke, wie schmerzhaft und wie rund diese Entschuldung ablaufen kann und ob sie überhaupt rund ablaufen kann, ist eine andere Frage, hängt davon ab, wie diese Ungleichgewichte in der Weltwirtschaft, wie die beseitigt werden. Und da gibt es eben auch wieder 2 Parteien, die dazu dieser Anpassung beitragen müssen. Auf der einen Seite müssen die verschuldeten Industrienationen beginnen, mehr oder minder zu sparen. Ob sie das jetzt über Schuldenrückzahlung, was wir wahrscheinlich eher unwahrscheinlicher halten, oder dann über diese finanzielle Repression, negative Realzinsen und über Wachstum dann das tun, was wir für wahrscheinlicher halten. Das muss eben begleitet werden durch die Schwellenländer an sich. Nämlich diese Wirtschaften sind auch sehr unbalanciert. Und da gibt es sehr gewaltige Überschussländer, die eben jetzt dazu beitragen müssen, indem sie ihr Wirtschaftsmodell umstellen, den Binnenmarkt öffnen, die Währung aufwerten lassen, dass da ihr
Binnenkonsum gestärkt wird, dass da auch wieder Wachstumsimpulse gibt. Aber glauben Sie, dass da Länder wie China einlenken? Das ist fundamental wichtig für den Erfolg. Aber glauben Sie, dass das passiert? Dass es wichtig ist, ist klar. Wenn wir die ersten Kommentare hören von der Regierung, die das genau in diese Richtung drängen will, dann scheinen sie es verstanden zu haben. Weil sie wissen auch, im Endeffekt, wenn die industrialisierte Welt in eine, sagen wir, Dauerrezession fällt, brechen auch die Märkte für ihre Produkte und ihre Exporte weg. Aber es ist eben, es gibt so Berechnungen auch vom IWF, man muss davon ausgehen, dass eigentlich für die entwickelten Länder mit der Entschuldung eigentlich Wachstum generiert werden muss von ungefähr 1,8%, um das einigermaßen schadlos über die Bühne das zu gehen lassen. Das bedeutet, Herr Dies, das ist noch auf Ihrer Grafik drauf gewesen, da ging ja bis 3%, das reicht ja locker. Aber das bedeutet eben auch für die Schwellenländer, dass diese Länder von ihrem, sagen wir, hochgepowerten Wachstum runterkommen werden, was dann Wachstumseinbußen bedeutet, dann von ungefähr 3,5% für die Schwellenländer. Also kurzum, Sie sagen China, asiatische Länder, alle Länder, die schnell wachsen und jetzt so ein Handelsungleichgewicht, die müssen einlenken und dann sehen Sie die Sache wieder rosig. Aber die entwickelten Länder müssen auch einlenken. Das heißt also, auch da muss die Bereitschaft zum Sparen gegeben sein und zur Haushaltssanierung. Das heißt, nur wenn beide Länder einlenken und wir nicht in Extremszenarien abgleiten, was zum Beispiel dann weltweiter Protektionismus oder Währungskriege und so weiter sein könnte. Aber eben Sie glauben nicht an die protektionistische Variante, Sie denken, dass man das verstanden hat in China und dass man irgendwann auch einlenken wird, weil man nicht die weltweite Rezession will, weil man sich damit selber schaden würde. Herr Mächler, darf ich Sie fragen, mit Ihren Pensionären, die sehr die inzwischen sehr risikobewusst wahrscheinlich sind nach diesem griechischen Essen und den im nächsten Jahr festgestellten Verlusten. Wie sehen Sie das? Wo führt das hin? Also wir befürchten schon, dass es eher ein Schrecken ohne Ende ist, ein Schrecken mit Ende. Ich habe lange in Japan gelebt, die sind jetzt im dritten Jahrzehnt von tiefen Zinsen, von eigentlich einer Dauerrezession am Rand, wenn man es richtig anschaut. Ich befürchte, das kommt auf die alte Welt auch zu. Und ich bin eher ein Anhänger, aber ich weiß, dass es politisch nicht durchsetzbar ist. Ich glaube, ein Schuldenschnitt wäre wahrscheinlich die ehrlichere und bessere Lösung. Da könnte man wieder einen Restart machen. Das würde aber heißen, dass die ganzen Pensionsfonds, die Pensionskassen, die Versicherungen massive Abschreiben nehmen mussten. Und hier ist der politische Wille nicht da. Also gibt es nur das Szenario durchwursteln. Okay. Herr Meschenmoser, wie sehen Sie das? Sehen Sie das auch so? Durchmusteln, tiefe Zinsen, 30 Jahre, 3 Jahrzehnte? Also wir sehen auch so, dass in den nächsten Jahren Aktienmärkte sich positiv entwickeln werden. Nicht spektakulär, aber mit stetigen 5-6%. Aber die Volatilität innerhalb einzelner Quartale sehr hoch ist. Diese politischen Risiken, die auftreten, sind extrem. Dieses Risk-on, Risk-off-Trade ist das dominierende Thema. Man muss sich dessen bewusst sein, was passieren muss makroökonomisch, ist, dass die Länder, die jetzt Probleme haben, wettbewerbsfähiger werden. Man hat gesehen, über die letzten 10 Jahre, die Peripherieländer haben an Wettbewerbsfähigkeit verloren, deshalb sind wir in der Misere. Das muss sich rumdrehen, wir brauchen hierfür Zeit. Zentralbanken kaufen Zeit, aber es muss Struktur haben. Ja, wie schätzen Sie das ein? Also ganz, ganz direkt gefragt, wird der Grieche produktiv wie der Deutsche? Das sagen Sie ja, das muss passieren, damit das sich wieder ausgleicht. Das wäre die Wunschvorstellung, dass es irgendwann so ist, dass man ähnliche Produktivitäten hat. Ja, aber denken Sie, dass das geht, oder? Das geht definitiv. Die Frage ist, ist es wahrscheinlich? Gut. Herr Ritz? Also gut, ich glaube, wir haben jetzt da sehr viel auch Euphorie zu Europa gehört. Ich denke auch schon, dass das noch eine Weile so weitergeht. Aber ich kann mir fast nicht vorstellen, dass man das längere Zeit mit diesen aktuellen Spielregeln weiterspielen kann. Also ich denke, es wird dann eher Mitspieler geben, die irgendwann keine Lust mehr haben mitzuspielen und dann aus der Mannschaft austreten. An wen denken Sie da? Ja gut, man muss gegen Süden schauen, das ist ja offensichtlich, oder? Okay. Man hätte ja auch sagen können, gegen Norden und Deutschland tritt aus. Das ist eine andere, das wäre auch eine Variante, ja. Okay. Aber ich denke einfach, dass sich die Zusammensetzung auflöst, weil
Ich denke, längerfristig werden diese Bevölkerungen das in Griechenland und Spanien nicht durchhalten, dass man quasi eine so hohe Arbeitslosigkeit hat, immer wieder gekürzt wird und so weiter. Okay. Ja. Irgendwann wird die Bevölkerung nicht mehr mitspielen. Ja. Ja. Gut, ich würde sagen, wir haben 3,5 positive und 1,5 negative Voten gehört. Also, und damit öffne ich jetzt das Panel für Fragen aus dem Publikum. Wer hat eine Frage? Vielleicht dann... Wer ist pessimistisch? Machen wir doch eine Umfrage hier. Wer ist hier pessimistisch eingestellt für die Zukunft? Das endet im Desaster, Kapitalschnitt, Euro kaputt, Hände hoch. Gut, und wer denkt, das ist, also es ist doch immer gut gekommen, irgendwie mindestens durchwursteln werden wir uns, die ganz große Krise kommt nicht. Wir haben im Saal eine Übereinstimmung mit dem Podium, also so von der Verteilung würde ich sagen. Jetzt könnte doch jemand, der denkt, dass es wirklich ganz schlimm kommt, dem Herrn von Wies eine Frage stellen, eine kritische. Wer traut sich? Gut, da hinten sehe ich jemanden. Ja, also ich kann vielleicht mehr als nur an Herrn von Wies, aber generell, also die Frage ist natürlich jetzt mit diesem Spielfeld oder mit diesem Spielfeld, das nicht mehr ganz level ist im Grunde genommen mit dieser Financial Repression, ob dann eben, wie Herr Mechler gesagt hat, dass man sich versucht, eigentlich frei zu machen, auf der anderen Seite eben diese Financial Repression und gleichzeitig extrem policy-abhängige Returns bei den Hauptanlageinstrumenten wie Aktien oder eben Obligationen, wo alles nur noch gestützt ist von teilweise nur noch die Kommentare oder auch Maßnahmen von Zentralbanken, möglicherweise auch EU-Politiker, die das versuchen, dass man so sagt, gibt es nicht bei den traditionellen Instrumenten, eben wie Aktien und Staatsobligationen, zusätzliches Policy Risk und wird das auch kompensiert oder sagt man dann nicht irgendwann mal, eben wir ziehen die ganze Mannschaft ab und suchen uns Instrumente, die vielleicht weniger Policy Risk beinhalten oder eben dieses Risiko, dass die Zentralbanken Maßnahmen irgendwann nicht mehr funktionieren und dann, dass man dann halt eben in Emerging Markets vielleicht auszuweichen versucht, noch mehr oder in Senior Loans, die vielleicht ein bisschen anders laufen oder anders reagieren und nicht von den, von den Interventionen der Zentralbanken so abhängig sind. Ja, ich würde mal fragen, beim Herrn Meschenmoser, was gibt es denn da für Sachen, die man machen kann, die nicht so abhängig sind von dem, was die Zentralbanken machen und ob das jetzt funktioniert oder nicht? Und würden Sie zu dem raten? Ich glaube, grundsätzlich muss man mal unterscheiden, die Taktik oder Strategie, die ich eingehe, ist die für den folgenden Spieltag oder ist die für die ganze Saison? Und ich glaube, selbst jetzt, wenn politische Ereignisse stark Einfluss nehmen auf, wie der nächste Spieltag sich gestaltet, also was machen Aktien, was machen Anleihen, ich glaube, langfristig ist es schon so, dass wenn man eben sich erlauben kann, langfristig zu investieren, sollte man möglichst breit gestreut sein. Und ich glaube, dann ist es so, dass diese politischen Unebenheiten, die wir momentan erledigen, sich eigentlich im Durchschnitt herausfallen werden. Momentan, wie kann man agieren? Das große Problem ist, wie vorhin schon gesagt, das Problem ist eigentlich nicht, bin ich in Schwellenländern, bin ich in Aktien, bin ich in Hochzinsanleihen, sondern das Problem ist, habe ich Risiko in meinem Portfolio oder habe ich kein Risiko in meinem Portfolio? Und die Entscheidung, bin ich in Cash oder bin ich in irgendwas anderem, ist eigentlich die Entscheidung, die momentan über Erfolg und Misserfolg bestimmt. Das ist eigentlich das Problem. Die Sache ist die, wann ändert sich das Marktumfeld? Wann ist das Marktumfeld wieder normaler? Wann kann ich auf die normaleren Beziehungen wieder zurückgreifen? Und das, was die Theorie mir sagt, für das langfristige Ziel, wann kann ich diese Regeln wieder anwenden? Und das ist eigentlich das Problem, dass wir uns momentan sehr stark mit politischen Ereignissen beschäftigen müssen und uns eigentlich entfernen von den grundsätzlichen ökonomischen Antreibern. Von daher die Antwort auf Ihre Frage, momentan ist eine dynamische Allokation gefragt, ein schnelles Reagieren, ein taktisches Allozieren zwischen den einzelnen Anlageklassen, den Risiko. Was heißt das, nach jedem neuen Kongress, der die EU abhält, springt man zum Telefon und ruft den Trader an und jetzt alles kehren? Am besten davor.
Davor? Genau. Also, weiß man denn schon davor, was da passiert? Bestimmt nicht mit, manche wissen es vielleicht, aber die sitzen nicht in den Gremien, die entscheiden. Aber man kann Szenarien analysieren. Wie ist denn das vielleicht, an Sie als Berater, vielleicht möchte jemand was dazu sagen, also haben Sie reagiert und Leute dahin geschickt? Ich meine, die Anlageentscheidung ist abhängiger denn je von der Politik, oder? Das heißt, ich muss jetzt irgendwie eigentlich nicht mehr die Leute über dem Excel haben und irgendwelche Bilanzen lesen, sondern ich muss die in Brüssel haben und dort irgendwie Leute haben, die mir sagen, was da passiert, wo das Sentiment ist, was die denken, was die machen und dann mache ich die richtigen Anlageentscheidungen. Hat da bei Unigestion sowas stattgefunden, dass man sagt, wir müssen da im politischen Prozess die Ohren aufhalten? Also wir machen eigentlich etwas ganz anderes. Wir machen auf der Aktienseite eigentlich eine sehr systematische Umsetzung, wo wir eigentlich auf Prognosen ganz verzichten. Weil das Problem natürlich ist, jetzt gerade wenn das politisch geprägt ist, ist natürlich das Risiko, dass man immer zu spät ist oder das Falsche macht, ist sehr hoch. Und was wir eigentlich sehen, dass wenn man Risiken vermeidet und in dem Sinn quasi für die Kapitalerhaltung schaut und dass man keine Unfälle produziert, sehen wir einfach, dass man natürlich längerfristig dann eigentlich viel besser fährt. Okay, das kommt darauf an. Also wenn man einen Ex-Nationalbankpräsidenten bei sich im Team weiß, oder? Sieht das Ganze ein bisschen anders aus? Ja. Das sind ja Inhaltergeschäfte. Das ist schon der Fokus so, dass man sich mehr mit dem politischen Umfeld befasst, dass man Know-how, externes Know-how einkauft und dort natürlich eben die Bedeutung von diesen Faktoren zugenommen hat, dass man jetzt eben mehr damit beschäftigt. Okay. Wie ist das bei der Mobiliar? Also eigentlich in der Schweizer Politik sind Sie dran, oder in Bern? Also wir sind sehr nahe bei der Nationalbank physisch, aber das hilft nicht. Hat sich auf die Performance durchgeschlagen? Also die Nähe nicht, aber die Entscheidungen schon. Nein, ich glaube, es ist wichtig, dass man versucht, in die nächste Geländekammer zu schauen, wenn man das hinkriegt. Und dort Annahmen zu nehmen und auch entsprechend zu handeln. Und was wir zum Beispiel gemacht haben, wir haben vor 3 Jahren gesagt, wir sind eine Schweizer Versicherer. Wir haben keine ausländischen Portfolios. Also wenn Sie als Versicherer zum Beispiel in Deutschland oder in Italien tätig sind, dann sind Sie gezwungen, deutsche italienische Staatsanleihen zu halten. Punkt. Kommen Sie nicht drum herum. Haben wir nicht. Da haben wir gesagt, weshalb müssen wir in Frankreich, in Spanien, Deutschland und so investiert sein? Haben wir alles verkauft. Wir haben alle Staatsanleihen ganz Europa verkauft, außer die üblichen, die man heute noch hat. Und haben gesagt, wir sind eher bereit, dort in Unternehmensanleihen, die wir glauben, sind noch gut. Aber als Staatsanleihen haben verkauft. Und das war eine gute Entscheidung. Und dann ist es eben nicht mehr entscheidend, macht die Politik jetzt mal so oder mal so. Das können Sie machen. Und ich glaube, das ist schon wichtig, dass man versucht, in die nächste Geländekammer sein und nicht rein nur im Taktischen bleibt. Das Taktische hat schon seinen Sinn. Ich bringe jetzt das Beispiel portugiesische Staatsanleihen. Wenn Sie sagen, ich bin nicht strategisch in diesen Dingen drin und ich mache, jetzt ist es zu billig, dann wäre Portugal dieses Jahr das beste Investment gewesen. Ja. Und das ist nicht per se schlecht. Aber ich glaube, strategisch müssen Sie in den verschiedenen Geländekammern denken. Okay. Vielleicht noch eine Frage aus dem Publikum, vielleicht von einem Optimisten an die Pessimisten hier im Podium. Doch eine eher vielleicht pessimistische oder vielleicht ketzerische Frage. Das ganze Pensionskassensystem entstand ja, ich weiß auch nicht, 70er Jahre, 80er Jahre, und ist ja geprägt eigentlich durch eine Zeit, in der die Aktienmärkte sehr gut funktioniert haben. Also das hat ein bisschen so die Illusion erzeugt, könnte man sagen, dass es ja reicht, 20, 30 Jahre lang in die Finanzmärkte zu investieren und die werden schon dafür sorgen, dass es dann aufgeht am Schluss, nicht? Und ich glaube, wir leben ja in einem Jahrzehnt, das das Vertrauen in die Finanzmärkte nicht verloren hat, aber zumindest, glaube ich, ist der Konsensus, dass der Finanzmarkt nicht alles regelt und manchmal die Dinge auch überhaupt nicht regelt. Und wenn man sich anschaut global, wer überhaupt Kapital ansparen kann, um die Altersvorsorge zu sichern, dann ist das eine sehr, sehr kleine Minderheit auf der Welt. Also wenn ich eine globale Bilanz mache von Assets und Liabilities, dann sehe ich einfach einen riesigen Liability-Block der Amerikaner, der Europäer, der Japaner, die alle glauben, dass das finanziert wird in 10, 20, 30, 40 Jahren. Und dann sagt man, ja gut, wir müssen ja nur dort investieren, wo heute Kapital gebildet wird. Und das ist nicht in Japan. Neues Kapital, auch Humankapital, produktives Kapital wird in China produziert. Und wir investieren einfach dort und dann partizipieren wir und dann sind unsere Verbindlichkeiten gesichert. Und das ist doch eine sehr blauäugige Annahme, nicht? Dass man denkt, dass man in dieser globalen Bilanz die Assets
dort investieren kann, aus unserer Sicht, wo die Produktivität steigt und wo Kapital neu gebildet wird, und dass dann diese globale Bilanz, dass die Asset-Seite dann gerade dafür verwendet wird, für unsere Ansprüche dann Finanzierung zu bilden. Nicht? Wobei die Weltbevölkerung natürlich gerade dort wächst, ja, an anderen Orten wächst. Also mit anderen Worten, wenn das ein Unternehmen wäre, nicht, dann gibt es sozusagen auf der Liability-Seite Ansprüche, die mit der Produktivitätssteigerung und mit dem Anwachsen der Assets völlig diametral entgegengesetzt sind. Und das bedeutet doch, dass wir wahrscheinlich eher unsere Ansprüche tendenziell senken werden müssen und dass die Bedeutung von Umlageverfahren, also der soziale Kontrakt, dass die heutige Generation für die heutigen Alten bezahlt, dass das tendenziell an Bedeutung zunehmen wird. Vielleicht nicht in der Schweiz, wir sind ja ein Einzelfall irgendwo oder sehr privilegiert, was die finanzielle Situation betrifft, heute noch. Aber global gesehen und vor allem in Amerika, wo ich glaube, das durchschnittliche Kapital pro Kopf in Amerika ist irgendwo $50,000 bei der Pensionierung. Nicht? Da kommen Sie nicht sehr weit. Wie sehen Sie diese strategisch globale Geschichte? Also die Frage ist, glaube ich, ungefähr so, dass man sagen kann, in den Schwellenländern, da wird auch nicht genug rauskommen, weil solange die Eigentumsrechte bestehen bleiben, wird das schon wieder zurückkommen, wenn ich dort investiere. Aber grundsätzlich die Vorsorgelücke, die man ja schon sehen kann, wenn man heute auch in der Pensionskasse AV alles einbezahlt, und ich habe das erst kürzlich nachgeschaut, und man verdient 100.000 Franken im Jahr, dann kann man eigentlich mit 50%, also am Schluss, wenn man pensioniert ist, aus AHV und aus Pensionskasse, kann man noch mit 50.000 Franken, also da müssen Sie gar nicht nach Amerika schauen, oder? Kann man noch mit 50.000 Franken, die Hälfte von dem, was man vorher hatte, wenn man da nicht privat angespart hat, dann ist man ziemlich schräg in der Landschaft. Wenn dann die Immobilienpreise noch so weiter steigen wie jetzt, dann muss man dann irgendwo in der Höhle wohnen, oder? Wie sehen Sie das? Ist das klar, wir müssen den Gürtel enger schnallen? Also global gesehen wird das Problem ganz einfach gelöst, insofern, dass Pensionssysteme mit einem Leistungsprimat, wo ich einfach sage, wenn ich Pensionsgehe, kriege ich 50% vom letzten Lohn, einfach die werden geschlossen. Schaut man in die USA, schaut man nach England, dieses Pensionssystem existiert einfach nicht mehr, sondern es gibt das Beitragsprimat. Das heißt, man kriegt als Arbeitnehmer 100 Franken, 500 Franken im Monat, legst an, wenn du in Pensions gehst, dann hast du eben deinen Haufen, der reicht oder reicht nicht. Wenn er nicht reicht, muss man halt noch 5 Jahre länger arbeiten. Das heißt, das ist ein sehr, sehr zentral, sehr, sehr globale, vor allem auch in den Schwellenländern, Trend hinzu, dass das Risiko weggeht von der arbeitenden Bevölkerung oder den Leuten, die arbeiten, hin zum individuellen Risiko. Also eine Verlagerung des Risikos von einer Masse zum Individuum. Das ist positiv für die Unternehmen. Frage, ist es positiv für die Individuen, ist es positiv für die Ökonomie? Das ist das fundamentale Problem. Andere Meinung hier zum Podium? Gut, also ich denke jetzt, wenn wir über das Schweizer System sprechen, natürlich das Obligatorium hat natürlich ja immer auf einem Beitragsprimat basiert. Und ich denke, die Frage ist ja primär, wie ist die Teuerung, ist ein Teil, und dann ist die Frage, wie hoch ist die Realverzinsung, die man realisieren kann. Und faktisch ist natürlich dann, wenn man natürlich mehr realisiert, wird man komfortabler leben können. Und wenn man halt ein bisschen weniger Realverzinsung hatte, wird das tiefer sein, oder? Da geht man da vielleicht auch nicht ins griechische Restaurant, sondern vielleicht nur noch ins Migros-Restaurant, oder? Da muss man sich natürlich mehr einschränken, oder? Aber ich denke grundsätzlich, wir haben auch da die 50% angesprochen, oder? Es ist natürlich auch die Frage, wie komfortabel ist natürlich die Pensionskasse eingerichtet? Was für ein Einkommen soll man erzielen? Aber vom Schweizer System ist natürlich immer das Dreisäulensystem die Idee gewesen, wo man auch privat noch vorsorgt. Wenn man die Industrienationen global anschaut, wird das Geld kaum reichen. Nicht? Wenn man nur die Verbindlichkeiten in den USA anschaut, die hochgerechnet werden für die Altersvorsorge, die sind ja nicht finanziert. Und in dem Sinne... in einer Umlagefinanzierung, richtig, ja, aber die Schweizer Pensionskasse hat ja genau keine Umlagefinanzierung. Eben, darum denke ich einfach, dass die Idee, dass die heutige Generation für die heutigen Alten bezahlt, diese Idee wird global gesehen an Bedeutung gewinnen. Dass die Vorstellung, dass man mit Kapital, das man reserviert, für 30 Jahre in die Zukunft diese Lücken füllen kann, diese Vorstellung, das geht einfach nicht auf. Natürlich merkt man das heute noch nicht, aber dauert auch noch 20 Jahre. Herr von Wies, ja, oder? Aber noch kurze Replik, aber gerade dieses Umlageverfahren in Deutschland ist etwas, was momentan, sagen wir, sehr viel Zähneklappern auslöst, weil wenn man die Alterung betrachtet,
und eigentlich auch die Abhängigkeit, sagen wir, von der Rente und wie viel wirklich Arbeitgeber und Arbeiter zahlen jetzt für Rentner, wird sich das in den nächsten 20 Jahren von einem Verhältnis, das jetzt momentan drei Verdiener für einen Rentner aufkommen, wird sich das Verhältnis massiv verschlechtern. Was dann bedeutet, dass um dieses Rentenniveau zu halten, die Rentenbeiträge massiv ansteigen, wenn es keine Reform gibt. Also von der Seite her, aus der demografischen Sicht, stößt dieses Verfahren auch sehr an die Grenzen, weshalb viele eben auch aus dem akademischen Bereich auch fordern, dass da Deutschland sich mehr oder minder von diesem System abkehrt, weil es demografisch in 20, 25 Jahren kaum noch aufrechtzuerhalten ist. Gut, also ich glaube eben, Sie haben mit Ihrer Frage auch ganz verschiedene Aspekte des Systems angesprochen. Also das eine sind unrealistische Leistungsversprechen und das haben wir jetzt schon gehört. Da geht man eben in die Richtung, dass man das korrigiert. Also da sind wir auch in der Schweiz auf dem Weg, diese unrealistischen Leistungsversprechen zu korrigieren. Ich glaube, ein zweiter Punkt, den Sie angesprochen haben, ist eben, wie kommt man daraus raus? Ich glaube, ein Teil ist auch, dass inflationiert wird und man sich dann eben real mit der Rente, die man bekommt, weniger kaufen kann. Das ist ein Weg, wie Volkswirtschaften daraus herauskommen. Beim Investieren bin ich jetzt nicht so pessimistisch. Also ich denke, Kapital hat eine sehr gute Steuerungsfunktion. Und wenn jetzt eine Volkswirtschaft oder eine Firma eben produktiv ist, dann zieht sie Kapital an und das ist auch gut so. Und wenn sie das eben nicht mehr ist, dann fließt es ab und an einen anderen Ort, wo die Kapitalproduktivität vielleicht etwas höher ist. Also das sehe ich jetzt nicht so derart problematisch, dass wir hier globale Ungleichgewichte irgendwie anheizen damit. Also ich glaube, die Kapitalproduktivität hat da einen guten Ausgleichsmechanismus auch zwischen Ländern.